So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, egal in welchem Ressort, überall drückt nun mal der Schuh. Und jedes Ressort, alle Ressorts haben eins gemeinsam, das sind nun mal die Finanzen. Besonders, wenn man auch hier im Kreis Lörrach in die Kommunen schaut, die Bürokratisierung wird immer weiter vorangetrieben, obwohl dies ständig beschwichtigt wird. Alleine was am Personal aufgefahren wird mittlerweile im Punkto der ganzen sogenannten Klimakrise ist enorm. Die Kommunen kommen an ihre Grenzen, die Finanzen kommen an ihre Grenzen. Und zum Thema, was wie gesagt jedes Ressort betrifft, zu den Finanzen, hören wir jetzt den Vortrag von dem Abgeordneten Emil Sensen. Herzlich willkommen. Auch zu meinem Vortrag, einen honorigen Vortrag hat der Kollege schon gehalten. Das muss ich sagen, sehr erholt. Zahlen, Daten, Fakten sind meistens nicht so honorig. Wer setzt sich gerne mit auseinander? Ich habe meinen Vortrag so aufgebaut, dass wir erstmal sagen, was ist das Grundverständnis unserer AfD? Das Zweite ist, was für Herausforderungen kommen auf uns zu? Und das Dritte ist, wie sind unsere Lösungen dazu? Weil unsere Dämonen stellt, wir hätten keine Lösung. Und gehen wir mal zum Grundverständnis. In unserem Grundverständnis bildet die Familie die Grundlage dieser Gesellschaft. Wir entwickeln dort Kompetenzen, die für unseren Staat, für unser Land wichtig sind, für unsere Gesellschaft und für den Erhalt unserer Kultur. Das zweite Grundverständnis ist, dass wir sagen hier, die Gemeinde ist der Ort der Leistungserstellung. Dort wird das Geld verdient, das die Berliner ausgeben, in ihrem Grundverständnis. Das bildet das Fundament unserer Überzeugung. Und deshalb setzen wir uns ein für die Interessen der Bevölkerung und der Deutschen und nicht für die Interessen der Welt. Wie kommen dann übrig haben. Und übrig, das wird mein Vortrag aufzeigen, haben wir nicht so viel. Schauen Sie, das bleibt Ihnen übrig von jedem Euro. Mehr haben Sie nicht zur Verfügung. Also 50% und weniger kriegen Sie eigentlich von Ihrem Brutto heraus. Das andere geht dann in entsprechende Töpfe. Und das merkt man, das Volk, die Deutschen werden allgemein überlastet. Ich gucke jetzt mal über die Grenze, denn da fehlt nämlich ein großer Bereich, nämlich die Mehrwertsteuer. Ich frage mich immer, wie die Schweizer auskommen mit 8,1% Mehrwertsteuer. Da müsste doch eigentlich alles marode sein, weil die Deutschen kommen mit 19% Mehrwertsteuer nicht aus. Also muss man sich fragen, machen die das besser oder schlechter, weil wenn ich rübergehe, dann spüre ich am Popometer, dass die Straßen dort mehr in Ordnung sind, wie bei uns in Baden-Württemberg. Wenn Sie von der Grenze reinkommen, dann sind das übrigens auch aus Bayern. Schauen Sie, und wir haben ja, wenn Sie so wollen, eine Staatsverschuldung des öffentlichen Bereichs, also des Kernhaushalts und auch der Extrahaushalte, das sind die Fonds. Die darf man ja bei der Verschuldungsgrad nicht vergessen. Und zweitens, wir haben dann die Staatsverschuldung der öffentlichen Gesamthaushalts, also der Kernhaushalte, und wir haben dann eine Staatsverschuldung der Kernhaushalte von Bund, Ländern und Kommunen in exorbitanter Höhe. Und wenn man es sich so ansieht, ist der Verschuldungsgrad derzeit auf 2.500 Milliarden, also 2,5 Billionen. Und das ist nur die offizielle Zahl. Es gibt ja nämlich versteckte Milliarden. Und manche Volkswirte geht davon aus, dass wir einen Verschuldungsgrad haben von ca. 6 Billionen Euro. Und das müssen wir wieder zurückbezahlen, weil jemand hat es uns ja gegeben. Schauen wir uns das an. Mark Twain sagte schon, der Mangel an Geld ist die Wurzel alles Übels.
Jetzt schauen wir uns mal die Wurzeln an im Einzelnen. Und dann muss ich feststellen, eine Wurzel ist natürlich eine falsche Rentenversicherung. Falsche Rentenversicherung deshalb, weil wir viel Geld in andere Nationen, in andere Länder, in andere Migration hineinstecken, als in die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Gestern kam ja mehr oder weniger durch die Presse ein Durchschnittsrent in Deutschland ist mit 1.100 Euro unter der Armutsgrenze. 10,1 Millionen dieser Menschen kriegen nicht das Geld heraus, damit sie überhaupt existieren können. Wenn Sie auf der anderen Seite sehen, gibt es ganze, sag mal, privilegierte Gruppen, die mehr oder weniger sogar jetzt einen Inflationsausgleich bekommen. Selbst hier im Landtag gibt es der Mitarbeiter 2.000 Euro Inflationsausgleich und für manche Beamte sogar 3.000 Euro. Die Rentner kriegen jetzt, habe ich gehört gestern, 4,57%. Das reicht nicht zum Inflationsausgleich. So viel dazu. Wenn man das mal anschaut im Weiten dieses Problems, da sehen Sie auch, wir sind ja da umgeben von, sagen wir mal, internationalen Staaten, aber das Problem ist in manchen Staaten nicht so direkt ausgeprägt. Meine Kollegen haben halt vorher davon gesprochen. Gehen wir mal in den Bereich der Belastung. Wenn Sie sehen, dass wir Belastungen haben, von alleine 2,25 Milliarden Euro nur im Land Baden-Württemberg für die Pensionsrückstellungen der Beamten hier des Landes. Wenn die Großteil ist nicht einbezahlt. Das heißt, es wird vom laufenden Steuergeld herausgenommen und muss bezahlt werden. Das wird nicht funktionieren. Und wenn eine Landesregierung dann Jahr für Jahr die Beamten nochmal aufbaut, muss man sich die Frage stellen, wo soll das Geld hinkommen? Herkommen für die Bezahlung dieser Pensionen. Die Ansprüche eines Durchschnittsbeamten sind da wesentlich höher als die Ansprüche eines Rentners. Denken Sie daran, es gibt gerade mal 150 Rentner in Deutschland, die über 3.200 Euro im Monat bekommen. 150 von fast 25 Millionen. Gehen wir weiter und sehen Sie, hier sehen wir die Versorgungsempfänger. Sie sehen die steigende Kurve bei den Ländern, bei den Kommunen leicht steigend, bei Bund und fallend, aber das hat ja auch einen Zusammenhang. Das heißt, die haben ja viele Beamte auch abgebaut, und zwar unsere Soldaten. Die sind ja dann nicht mehr pensionsbeansprucht. Das sind da häufig Zeitsoldaten, und wir haben heute eine Truppe, 1990 war die Truppe 540.000 Mann stark, heute ist die Truppe gerade mal 125 bis 150 Mann, 1.000 stark, und sie muss sich noch von Zivilkräften bewachen lassen. Also das ist der Zustand, den wir gerade haben. Aber schauen wir uns mal an. Es gibt leistungsstarke Mitglieder dieser Gesellschaft. Und was eins muss beendet werden, dass sich diese Mitglieder dieser Gesellschaft aus der Verpflichtung der Versorgung der Alten herausnehmen. Und da muss man sagen, das sind hier allein 1.045.000 Menschen, die sich hier herausnehmen. Das sind Anwälte, Freiberufler, Zahnärzte, Ärzte. Und das sind ja nicht die Geringverdiener. Nein, das sind die Besserverdienenden, die sich von der Rentenverpflichtung verabschieden. Und das ist ein Punkt, den wir dringend angehen müssen und auf das österreichische Modell übergehen müssen. Jeder zahlt in diese Rente rein, der hier in Deutschland lebt und arbeitet. Und die Nutzen für die Gesellschaft. Um auf die Inflation zu sprechen. Nicht? Gerade wird ja kolportiert. Meine Güte, die Inflation geht ja zurück, wir haben nur noch 2,9% und demnächst sind wir wieder im eingeschwungenen Zustand, denn 2% sind da zulässig in der Volkswirtschaft. Man vergisst aber, dass sich die Inflation addiert. Das heißt, seit mehreren Jahren haben wir einen Kaufkraftsverlust von 10-20% und ein Rentner mit 1.100 Euro erwischt es natürlich mehr, weil der muss nämlich auch essen und Nahrungsmittel kaufen. Und der heißt, sein Anteil der Inflation ist viel größer wie von dem Menschen, der 100.000 Euro und mehr im Jahr verdient. Also hier muss man dringend was tun. Und Sie sehen ja auch, bis 2022 hatten wir eine Inflation von 6,9 in den letzten Jahren. Wir sind ja nahe 10% gegangen und jetzt sinken sie wieder. Das will ich ja nicht in Abrede stellen.
Aber warum sinkt sie und warum ist sie so gestiegen? Meine Kollegen haben es angesprochen. Energiekosten. Für ein Projekt, das eigentlich aussichtslos ist. Ich hatte das Vergnügen, vor kurzem ein 50 Jahre Regionalverband zu sein. Und dann kam auch Kretschmann, ein Kollege hat es angesprochen, 2,1% Flächenziel für Photovoltaik und aber auch für Windrädchen. Nicht? Und da hat es dann reagiert und dann sagt er zu den Regionalversammlungen, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie die gesetzliche Grundlage, Sie können alles einführen. Blöd war nur, dass hinterher ein Zukunftsforscher kam, einer von den renommiertesten Instituten, der hat gesagt, ja, er will den Herrn Kretschmeier nicht in die Parade fahren, aber bei seinem Windrädchen handelt es sich um eine Übergangstechnologie. Dann wurde er gefragt, warum, und er sagt, ja, weil weltweit Milliarden von Dollar in den Fusionsreaktor gestellt werden. Und er macht eine Ableitung daraus, dass in der Vergangenheit eben auch das iPhone mehr wie er prognostiziert wurde, weil man sieht, wo die Leute mit viel Geld ihr Geld hinbringen, nämlich in Sicherheit, in Zukunft, in Investitionen, die in der Zukunft dann auch junge tragen. Wenn man jetzt so den Bundeshaushalt 2024 anschaut, da sind sie nämlich eins signifikant, das heißt, Arbeit und Soziales steigt. Es steigt enorm und es entsteht trotzdem Mangel. Der Mangel kommt aber in der Gemeinde an. Wir hatten vor kurzem einen Antrag gestellt und wollten wissen, wie viel Geld gehen die Gemeinden gerade für die Aufnahme der Ukrainer aus. Also eine legitime Frage. Also Sie wissen, die kriegen alle AHG2, das heißt, die werden eigentlich vom Staat alimentiert, aber die echten Kosten bleiben ja in der Fläche. Und dann hat sich herausgestellt, dass vom Juni 22 bis November 23 die Gemeinde Baden-Württemberg knapp 1 Milliarde ausgegeben haben. Nur für die Unterbringung, für die Versorgung der Kinder etc. Das ist aber nur, was die Gemeinden getan haben. Die Sozialkassen, die sind ja da gar nicht erwähnt. Das heißt, wir lasten den Bürgern immer mehr Zahlungen auf, mehr Kosten und das sind die Herausforderungen schlechthin. Gehen wir in den Landeshaushalt. Wir sehen es in den Landeshaushalt 23/24. Sie wissen immer, dass es einen Doppelhaushalt gibt. Sie müssen es halbieren. Das heißt, dann sind es praktisch 62 Milliarden Euro. Und jetzt kommt in diesen 62 Milliarden Euro gibt es eben nur 7% Flexibilität. Das heißt, nur 7% sind frei verfügbar in diesem Haushalt. Alles andere ist gebunden. Weil wenn ich 22 Milliarden für die Banken ausgeben muss und für die Pensionsansprüche, dann kann ich da, habe ich keine Flexibilität. Und diese rechtliche Flexibilität, die wird dann ausgegeben für Waldbeauftragte oder für die Versorgung von Flüchtlingen. Man muss sagen hier, wir sind eigentlich am Rande eines bedenklichen Zustandes, nämlich wir haben zu hohe Ausgaben und zu wenig Einnahmen und die Einnahmen, die wir haben, sind festgebunden. Deshalb heißt das mehr oder weniger Sparen ist angesagt. Aber schauen wir uns mal Belastungsfaktoren ein, die auf Sie zukommen werden. Und der Kollege Baron hat es ja gesagt, die Grundsteuer ist eine der Belastungsfaktoren, die noch ungeklärt sind. Nämlich tatsächlich ist es so, dass wir zwar jetzt mehr oder weniger den Bodenrichtwert eingeleitet haben, wir wissen, unser Boden kostet hier vielleicht in der Fläche, ich weiß es nicht, oder ist attraktiver, zwischen 200 und 300 Euro und ein bisschen weiter im Schwarzwald vielleicht nur noch 100. Aber da haben Sie den Grundbestbetrag, haben Sie ja bekommen. Was noch offen steht, ist tatsächlich die Festlegung des Hebesatzes. Wenn ich jetzt aber vor Augen führe, dass eine Gemeinde unter Finanznot kommt, dann wird nämlich eines geschehen. Sie werden den Hebesatz so gestalten, dass Ihre Finanznot beendet wird. Deshalb ist es wichtig, dass viele von Ihnen und von den Bürgern in den Gemeinderat geht
und diesen Wahnsinn und die Zielsetzung, nämlich das aufkommensneutral zu gestalten, nämlich beenden. Weil Sie wissen auch, Berlin hat schon die Bremse hineingeworfen. Und wir müssen diesen Wahnsinn und dieses Gesetz stoppen und wieder zurückführen. Aus meiner Meinung nach haben wir die Vermögensteuer ausgesetzt in den 90er Jahren. Aber hier gehen wir in das Vermögen der kleinen Bürger hinein und das wollen wir weiter besteuern. Und das muss beendet werden. Die AfD steht dafür, dass die Grundsteuer abgeschafft wird. Wissen Sie alle oder vielleicht wissen Sie auch nicht, die Gemeinden haben ein sogenanntes Steuererfindungsrecht. Ja, das ist kein Witz. Das Land hat das nicht. Das Land hat nur die Grunderwerbsteuer als direkte Einnahmen, weil sie vereinnahmen zwar die Steuern, dann gibt es sie nach Berlin ab. Und die Berliner, die checken durch die Welt und machen dort nach der Sabotimor-Methode Geschenke an die Welt und geben unser Geld aus und dann stellen sie fest, es ist nichts mehr da. Wir können nach unten gar nichts mehr verteilen, weil das ist deren Verpflichtung. Die versorgen das Länder mit Geld und das Land versorgt dann die Gemeinden mit Geld. Das heißt, der Ort der Leistungserstellung hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich gucke dann mit Neid über die Grenzen, weil das ist die Verteilungskaskade andersrum. Das heißt, die Kantons geben weiter. Die Gemeinden geben ans Kanton, das Kanton gibt dann den Bund. Also es hat schon eine andere Wertigkeit als hier. Und jetzt kommen wir, es gibt sogenannte Omnibusgesetze. Also nicht im Sinne des Omnibus, sondern da wird ein Gesetz befördert. Das heißt, die Nahverkehrsabgabe ist nichts anderes, wie die Möglichkeit der Gemeinde, diese einführen zu können. Das haben wir verabschiedet im Landtag. Also gegen unsere Stimmen, ich muss man dazu sagen. Das heißt, im Extremfall könnte jetzt die Gemeinde Holburg hierher kommen und sagen, wir führen eine Nahverkehrsabgabe ein. Und jeder Autofahrer bezahlt monatlich 30 Euro und darf dafür dann mit dem Nahverkehr fahren. Das nützt ihm hier nur wenig, wenn sie morgens 30, 40 Kilometer zur Arbeit fahren müssen und das auch noch pünktlich. Also von daher gesehen ist das eine große Gefahr. Das heißt, die Gemeinden müssen sich refinanzieren, weil auch bei denen ist der Zustand so, dass sie unheimlich viele Verpflichtungen haben, die sie nicht abwehren können. Das nennt man dann Pflichtaufgaben. Und das heißt, hier hätten sie die Möglichkeit, eine gewisse Finanzierung sicherzustellen. Das Weitere, und das kommt ja eher, das ist jetzt auch im Grün, das ist dann der kommunale Wärmeplan. Auch wenn dieser in die Satzung hineinkommt, wird es zum Gesetz für eine Kommune. Das heißt, jeder Häuslebesitzer, der in Reichweite einer Fernwärme steht, ist verpflichtet, sich über kurz oder lang anzuschließen. Und das machen Sie jetzt mal mit 1.000 Euro, 1.100 Euro Durchschnittsrente. Ob das gehen kann, das überlasse ich Ihrer Fantasie. Aber wie ich gehört habe, hat ja auch die Bundesregierung gesagt, die 1.100 Euro sind ja nur eine Seite der Medaille. Die kriegen ja auch noch woanders was mehr. Nicht? Wahrscheinlich haben Sie gemeint, das ist Mülleimer oder Flaschenpfandabgabe. Nicht? Könnt ihr auch sagen. Auch das ist ein Omnibusgesetz. Aber die größte Herausforderung ist in der Tat die Flüchtlingskosten. Wir sind ja hier nicht unweit von Freiburg. Und der Raffel Hülfen, einer der renommiertesten Volkswirte seiner Zunft, hat ja mal den Nutzen dieser ganzen Migrationspolitik ausgerechnet und kam auf eine erschreckende Zahl von 6 Millionen Euro. Das heißt, diese ganze Einwanderung rentiert sich überhaupt nicht. Jetzt sind wir alle human unterwegs. Wir haben Verständnis von Menschen, die Krieg ausgesetzt sind, die vertrieben werden. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn ein Land befriedet ist und Syrien ist befriedet, dass diese Menschen wieder nicht nach Hause gehen. Das ist unser Grundgesetz und so ist es auch angelegt und die müssen nach Hause gehen. Jetzt sehen Sie da eine Zahl, nämlich der Bund ist da so geneigt zu sagen, ich zahle euch 7.500 Euro je Flüchtling. Aber dann in der Spitzabrechnung. Das heißt eigentlich nach einer gewissen Zeit, die echten Kosten, die anfallen, dann kann sich die Gemeinde strecken oder der Kreis kann sich strecken. Und das entgeht ihnen jeden Tag.
Und das Zitat mit der Kugel Eis wurde ja auch von anderen benutzt in der Form, dass er sagt, Ihnen wird nichts genommen. Aber Ihnen wird genommen. Sie merken das an der Infrastruktur. In diesem Land hat sich nur in unserer Straßeninfrastruktur die letzten 40 Jahre überhaupt nichts mehr verändert. Die Autobahn, die hier verlängert werden soll, Richtung Bayern, die wird jetzt zur Bundesstraße deklariert, da bauen sie auch schon seit ewigen Zeiten. Die A81 ist schon sowas von überfällig, wieder ausgebaut zu werden. Da muss man fragen, wo soll dieses Geld herkommen? Aber es ist ja alles in Ordnung, der Kreis, der kriegt der Pro-Flüchtling dann 7.500 Euro. Ob das ausreicht, bei einer durchschnittlichen Belastung von 3.200 Euro je Flüchtling in den Vollkosten, das wage ich pro Monat, das wage ich zu bezweifeln. Und so sehen Sie es auch. Und jetzt kommt es dazu, wir haben ja die Volkswirte und auch die Regierung, die scheut sich ja immer zu sagen, hier, wir haben eine Deflation. Haben aber echt, man scheut sich nicht. Wir haben aber einen Rückgang des BIPs um 0,5%. Und wenn Sie so wollen, sind wir die einzigen der großen Nationen, die das haben. Die anderen machen mehr oder weniger, trotz der Pandemie, trotz der vielen Krisen, einen erfolgreichen Job. Jetzt orientiere ich nicht ungerade an UK, aber USA wäre doch, sagen wir mal, in einem entsprechenden Zielen. Ja. Russland ist da nicht drauf, weil auch die sind besser unterwegs als wir, obwohl sie im Krieg sind. Nicht? Also von daher gesehen. Wenn man das so anschaut, der Geschäftsklima-Index sagt das ja auch mehr oder weniger aus. Das heißt, die Unzufriedenheit ist spürbar. Und heute kam die neueste Meldung, die haben Sie vielleicht auch gehört, der Fachkräftemangel nimmt ab. Der Fachkräftemangel nimmt ab. Es gibt ja nur zwei Rückschlüsse. Entweder werden die vielen Migranten qualifiziert und übernehmen die Arbeit der Fachkräfte, oder die Jobs wandern aus. Und tatsächlich ist es so, dass dann auch die Jobs auswandern, das werden wir nachher auch mal sehen. Jetzt haben wir ja hier den Primärsektor, also die Urproduktion, da hat der Kollege über die Bauern gerade gesprochen. Die ist ja notwendig, um uns überhaupt Nahrungsmittel zu verschaffen. Auch die ist belastet, das haben wir auch gehört, mit Normierungen und Vorschriften und Regulierungen, die sind so überbordend und unverständlich. Nicht? Also die kann ich mir manchmal gar nicht merken. Ich weiß nur eins, vor kurzem haben wir einen Bauern getroffen bei seiner Bauern-Demo und er sagte dann zu mir, wir arbeiten jetzt daran, dass wir auch außerhalb der Frostzone dann Gülle auf den Feldern fahren, weil dummerweise hat es dieses Jahr nicht gefroren in unserer Region. Das heißt, die dürfen nur im Winter Gülle ausbringen, wenn es gefroren hat, damit sie nicht so einsinken. Also das wusste ich auch nicht. Ich habe immer nur gewundert, dass es gut riecht. Dann haben wir aber hier, und das ist das Wichtige, das ist hier ein Sekundärsektor, das heißt, es ist die Kernwirtschaft, die uns ernährt. Die Kernwirtschaft, die uns ernährt, weil die tertiäre Sektor, Bäcker, Metzger, Läden, die sind immer davon abhängig, dass auch Kaufkraft in der Fläche ist. Und diese Kaufkraft schwindet jetzt. Und die schwindet so stark, dass man das schon spüren kann. Denken Sie dran. Diese Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab. Und sie kündigen das auch an. Jetzt sage ich auch hier in Deutschland, die Arbeit wird es weiterhin geben, nur woanders. Das ist das Problem. Das heißt, sie bauen Tausende von Arbeitsplätzen ab und es ist doch ein Irrsinn zu glauben, dass es keine Auswirkung auf die Fläche, auf die Gemeinden und auf die Einkommen hat oder auf die Steuereinnahmen. Das merkt man auch schon. Die Steuerschätzung 2023 hat im letzten Quartal 600 Millionen Mindereinnahmen prognostiziert. Im letzten Jahr. Ich will die Steuerschätzung dieses Jahr auch schon mal hören. Das wird noch weniger sein. Aber wir sind ja nicht angetreten, um zu sagen, ja, wir hätten keine Lösung. Das wird ja immer behauptet. Ihr seid dumpfbacken.
Wie hat da hier einer heute geschrieben, Nazi-Sau? Jetzt verzeihe ich den Nazi, weil den bin ich gewöhnt. Die Sau stand auf der anderen Seite des Zauns. Die Lösungen sind einfacher, als man denkt. Einfacher, als man denkt. Das sind zwar simple Ansätze, aber die hängen davon ab, dass man den Willen hat, diese simplen Ansätze auch durchzusetzen. Und der erste Ansatz heißt, Grenzen dicht, wer hier reinkommen will, muss. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da musste ich auch nur vor der Grenze kurz warten. Ich habe das nie als hinderlich empfunden, sondern eher als Schutz. Als Schutz meiner Volkswirtschaft, als Schutz meiner Nachbarn und als Schutz vor vagabundierenden Kriminalität. Aber gehen wir rein. Was wollen wir? Wir sagen hier, wir brauchen hohe Renditen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, in diesem Land haben allein die Sparkassen ungefähr 300 bis 600 Millionen Euro Sparvermögen. Das liegt dann nur auf der Bank. Das muss man anreizen. Das muss man durch Investitionen anreizen. Ich muss das locken. Und wenn das eine Rendite abwirft, dann wird es auch gelockt. Dann beteiligen Sie sich auch an modernen Kraftwerken. Dann beteiligen Sie sich auch vielleicht an unterirdischen Warentransportsystemen. Dann beteiligen Sie sich an Investitionen, die für unsere Infrastruktur notwendig sind. Und dann locken wir auch wieder andere hierher. Das Zweite ist, wir müssen Rechtssicherheit schaffen. Ich gehe doch nicht hier als Unternehmer hierher, außer ich heiße Elon Musk, ne? Der hat ja genügend Geld. Geh doch hierher und dann erzählt mir eine Regierung an einem Tag, ja, wir werden die Laufzeitverlängerung nach hinten schieben und dann kommt am nächsten Tag, nö, wir steigen aus der Atomtechnologie aus und wir verteuern mal den Strom, da komme ich doch nicht her. Und jetzt könnten wir ja sagen, ein früher Anreiz war die Qualität unserer Facharbeit, unseres Handwerks. Da bin ich hergekommen, weil ich wusste, meine Produkte werden hier hochqualifiziert hergestellt. Ja, aber wenn ich heute den Durchschnittsindex sehe unseres Bildungssystems, muss ich sagen, hier, da gehe ich doch lieber wie ZF, der 12.000 Stellen abbaut, nach Serbien und baut da ein zweites Werk für Elektromobilität auf. Das ist die Tatsache. Warum geht er dorthin? Weil er Rechtssicherheit hat. Und die Unternehmer sind keine Schufte, die schützen ihr Geld. Die schützen ihr Geld. Das ist ein natürliches Bedürfnis, sein Geld zu schützen. Es soll nämlich noch da sein, wenn ich dann mein Erbe an den Nächsten übergebe. Tatsache ist aber, dass das immer schwerer wird. Also internationalisieren sich nicht nur Großunternehmen, sondern auch schon Mittelständler. Das heißt, eine Bizerba bringt Arbeitsplätze aus Balingen ins Ausland, um sein Geld zu schützen. Weil Junge kriegt das Geld nicht von alleine, sondern da steckt immer Arbeit drin. Ein Produkt, das ist entscheidend. Dann die Differenzierung und Innovation muss man, die Technologieoffenheit muss wieder gegeben sein. Wenn die nicht da ist, werden wir es nie schaffen, wieder in den Weltmarkt mit innovativen Produkten einzutreten. Wir müssen offener denken, ein Mindset haben, das in der Lage ist, auch Entwicklungen vorauszusehen. Jetzt haben wir immer noch einen hohen Wissenschaftsstandort, aber Tatsache ist, wir sind kaum in der Lage, das, was wir hier wissenschaftlich erarbeiten, auch als Produkt zu übersetzen und in den Weltmarkt zu bringen, sondern meistens wandert das ab. Und Sie haben es gesehen an der Photovoltaik, da waren wir mal die innovativsten. Und wer stellt die Dinger jetzt her? Wer in China die herstellt und in Indien und hier kauft es dann in unseren subventionierten, steuersubventionierten Mitteln. Das muss beendet werden. So, und jetzt sage ich auch mal, meine Damen und Herren, wir können nicht auf Dauer Diener zweier Herren sein. Wir haben in den 90er Jahren nicht nur die Wende gesattelt und bewältigt, sondern wir haben auch
eine gigantische Transferierung von Mitteln aus Baden-Württemberg, aus Deutschland Richtung Brüssel geschaffen. Das heißt, wir haben eigentlich Wettbewerber ernährt und möglich gemacht, die jetzt in den gleichen Märkten unterwegs sind. Denken Sie an AEG, das Electrolux gekauft hat und in Polen ein Werk aufstellt und hier in Nürnberg das zugemacht hat. Das sind die Resultate. Und das muss beendet werden. Wir subventionieren doch nicht unseren Wettbewerb. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Nationen und das halten wir auch aus, weil wir sind besser wie viele andere Nationen. Aber wir müssen eine Zahl ist ja signifikant. Wir zahlen nach Europa, jeder von Ihnen, jeden Tag, also jeder von Ihnen, 85 bis 90 Cent. Jeden Tag nach Europa. Die tauchen in keiner Bilanz auf, weil das sind nämlich Zölle, die vorher abgezogen werden und jetzt von der EU angenommen werden. Das ist die Tatsache. Es heißt, hört ja, 85 Cent ist ja nicht viel, nein, aber multiplizieren Sie das mal mit 11,3 Millionen Einwohnern. Da kommen die gigantischen Zahlen an. Das heißt, 4 bis 5 Milliarden, 6 Milliarden, die zahlen wir Richtung Brüssel. Wahrscheinlich sind es jetzt noch in Austria, England, Großbritannien noch mehr. Die gehen nach Brüssel und die bilden das Gerüst von Wettbewerb zu unseren Märkten, zu unseren Produkten. Und das muss beendet werden, meine Damen und Herren, das kann nicht so weitergehen. Und eine Gefahr hat ja Brüssel auch in sich, das dürfen Sie ja nicht vergessen. Die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung gibt immer mehr Einfluss auf die Steuerung dieses Landes an Brüssel ab. Und dann werden Sie dann beglückt mit CO2-Bepreisung. Die Steuer kommt, die soll übrigens in Brüssel abgeführt werden. Also das heißt, ursprünglich hatte Brüssel noch nie die Fiskalhoheit, die durften keine Steuern einziehen in der Zwischenzeit, bereitet alles vor, um ein vollständiger Nationalstaat anstelle der deutschen Bundesrepublik eines Föderalstaates zu werden. Das müssen wir verhindern gemeinsam, denn dafür haben unsere Vorväter nicht gekämpft. Und der Eingangsfilm hat sie gezeigt, hier in Lörrach, schon 1848 wurde eine Republik gegründet. Und dafür, für Freiheit, setzen wir uns ein. Das sind unsere Ziele, die wir umsetzen wollen. Und wenn die AfD an die Regierung kommt, das sage ich Ihnen so unumwunden, wir haben genügend Leute, die in der Lage sind, diese Regierung besser zu führen, wie Ricarda Breit. Sie sollte vielleicht dann ihrer wirklichen Aufnahme zugeführt werden und Regale führen in irgendeinem Supermarkt. Das wäre besser für Sie. Ich habe nur den Zweifel, dass die Bewegungsfreiheit nicht gegeben wäre. Und das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist Bürokratieabbau. Aber nicht davon zu sprechen. Ich wünsche mir faule Parlamente. Und Parlamente, die sich nur darum kümmern, unsinnige Vorschriften wieder abzuschaffen und nicht neue zu schaffen, weil sie regulieren ihr eigenes Leben. Und sie sind selbstbestimmt und sie können in ihrem Garten das machen, was sie bestimmen. Und das muss kein Özdemir oder auch keine Frau Ricarda Lang bestimmen. Und schon gar nicht mein Herr Scholz, der gewisse Erinnerungslücken hat in seiner Eigenverantwortung. Und das ist der Punkt. Das heißt, die Eigenverantwortung der Menschen muss wieder gestärkt werden. So gestärkt werden, dass wir damit anfangen, unabhängig davon, ob genügend Steuerkraft da ist oder nicht, die Steuern zu senken. Mehr Netto vom Brutto. Es kann nicht sein, dass wir nur noch 47% von unserem Euro haben. Tue ich mich schwer, zugegebenermaßen. Ich würde lieber 80% von einer starken Währung haben, die auch in der Welt wettbewerbsfähig ist. Und das geht nur, indem wir ganz klar eine Revision angehen. Und ich sage Ihnen, die Revision wird schmerzhaft werden. Weil manche werden jetzt dann feststellen,
wenn man Wohlstand will, muss man etwas dafür tun. Und wenn man Wohlstand will, muss man auch den Markt nicht ständig stören. Das macht keinen Sinn, in einer Wohlstandsgesellschaft ständig Arbeitskräfte hineinzubringen. Nein, es macht Sinn, den Automatisierungsgrad nach vorne zu bringen und die Technologie zu fördern. Mehr Menschen heißt nicht zwangsläufig mehr Geld, sondern eins ist klar, wir haben 42 Millionen Menschen in Arbeit. Davon sind nur 21 Millionen in der Lage, Einkommen und Lohnsteuer zu bezahlen. Wenn Sie jetzt die Beamten rausrechnen, dann wird es noch weniger. Wenn Sie aber die Gesamtlast sehen, die praktisch die Arbeitnehmer, die abhängig Beschäftigten tragen müssen, ist doch eins klar. Auch die anderen haben sich aus den anderen Sozialversicherungsbereichen zurückgezogen. Dazu gehören auch wir Politiker. Warum sollte ein Politiker nicht in die staatliche Rente einzahlen? Warum sollte er ein Beamter? Diese Revision der Gesamtwirtschaft, aber auch der politischen Lage, die gilt es als erstes anzugehen. Das wird mit Schmerzen verbunden sein, weil man an gewohnten Zöpfen vielleicht etwas abschneiden muss. Aber es wird der Gesellschaft gut tun, wenn sie wieder Eigenverantwortung übernimmt. Und zwar bis hin in die Gemeinden, in die Familien und vor Ort. Wenn wir das schaffen, habe ich keine Angst vor der Zukunft. Und ich glaube, wir haben uns schon mal aus der größten Katastrophe dieses Volkes herausgearbeitet. Wir schaffen das auch ein zweites Mal ohne Merkel, ohne Merz und ohne die Lindners dieser Welt und schon gar nicht ohne Herrn Özdemir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.